Und da kommen auch beide Teams jetzt auf den Platz. Die Flensburger traditionell in den bordeaux-roten Trikots mit den blauen Hosen. Guten Körpereinsatz davon beigetrennt, aber da ist so leicht, darf er da nicht durchkommen. Keine Frage. Und jetzt Dominik hat man allein und auf und davon. Lässt sich aber vielleicht zu weit ab. Aber gute Aktion da. Der sich da auch gut durchsetzt jetzt. Auf Janik Ehlers. Ja, warum nicht? Guter Schuss. Und Dominik Hartmann ist gut durch jetzt wieder. Und oh, nächster guter Abschluss der Flensburger. Gut durchgesetzt auch von Janik Ehlers. Nächster Angriff über die rechte Seite und guter Ball. Gute Flanke, scharfe Flanke. Pünkt kann nur abklatschen. Beermann jetzt beim Einwurf auch wieder kurz ausgeführt auf Kornitz. Der flankt, findet hat. Und die nächste gute Aktion der Flensburger Felix Brückmann. Jetzt aber Dominik Hartmann geht in den Rückraum. Und boah, was für ein Hammer. Wieder gefährlicher Ball da. Wieder ist es Kornitz, der den Ball reinbringt. Scharf reingebracht und nächster Kopfball von Tom Rehfeld, der da gut hochsteigt, aber am Tor vorbei. Kurze Abwehr da von Theo. Und da, gute Möglichkeit. Aritonov, da kann viel Raumgewinn erzielen. Da. Auf Jansen. Und da ist der Ball drin. Da ist der Ball drin. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der erste. Starker Angriff der Gäste. Bringt gleich die erste Führung. Oh ja. Guter Angriff da, der Meppner, wo die Flensburger nicht in die Situation kommen, da. Und der nächste Angriff läuft über Jansen, jetzt über Schepp. Gute Aktion, ja, gut gerettet da. Und es scheint auch. Guter Schuss. Herr Lorbe noch nicht ganz bei 100%, aber. Und oh, starke Parade da. Gut, wir haben abgelegt da jetzt von dir. Nächste Aktion schon wieder. Einzig allein die Chancenauswertung. Gute Aktion da zu sehen. Da macht der Pelle Hoppe, setzt sich da gut durch jetzt in den Rückraum zu Janik Ehlers, oh, aber er verzieht. Nächste Aktion. Oh, oi, da rettet Seidel auf den Lied. Und das ist auch richtig. Mit 1:0 gewinnt der SV Meppen beim SC Weiche Flensburg 08.